gerade haben wir unseren Antrag zur chancengleichen Zugang zu staatlichen Bildungseinrichtungen in der Hauptversammlung Pankow beschlossen. Damit legen wir den Grundstein, dass Kinder, egal welchen Geschlechtes, einen Zugang zum staatlichen Chor haben. Das freut mich besonders. Gerade wurde ich als Gleichstellungsbeauftragte für den Bezirksverband gewählt. Und daher ist mir auch die Chancengleichheit zu Bildungseinrichtungen zum Zugang ein besonderes Herzensanliegen. Hallo, ich bin Oskar Liederer, der Bezirksvorsitzender der Linken in Pankow, und ich freue mich sehr, dass wir heute auf unserer Mitgliederversammlung einen Antrag beschlossen haben für mehr chancengerechten Zugang an öffentliche Bildungseinrichtungen. Denn es ist aus meiner Sicht ein Skandal, dass es an der UDK immer noch nicht die Möglichkeit gibt, dass Mädchen sich an den staatlichen Chor anmelden. Das muss beendet werden und dafür stehen wir, und das haben wir heute beschlossen. Ich freue mich total, wenn sich die Berliner Landesebene durch die Parteien hinweg dafür einsetzt, dass wir eine wirkliche und tatsächliche Gleichstellungspolitik bekommen, dass der Zugang für Chorausbildung auch aufgeteilt wird und erweitert wird eben auf alle Geschlechter, und dass diese Bevorzugung eines Geschlechtes damit der Vergangenheit angehört. Vielen Dank.